diese Festung. Laut Sprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Konstrukteure, weicht die Fälle ein. Antonius die Stränge. Otto, sicher die Balken. Wir rücken zur Zinsstunde aus. Ja, Herr. Wir werden Commodus retten. Weidenmänner errichten sie nur für ihre wichtigsten Opfer. Er muss sich hier befinden. Wir greifen in tiefster Dunkelheit an. Schon längst angegriffen, wenn sie könnten. Nein, sie sind klug genug, uns zu fürchten. Im Laufschritt, Männer! Halt! Ich kundschafte voraus. Yeah!
Erhebe dich, Sohn Roms. Dein Reich braucht dich. Steh auf. Ich muss meine Männer finden.
Mögen die Götter sich unser erbarmen. Ich danke euch. Wir müssen sie alle retten. Na los! Ja, Herr. Befreit sie! Herr, ich habe Vitalen schon gesehen. Sie haben ihn. Geht in Stellung! Schildkrötenformation! Schützen! In Position! Ich bin am Scorpio! Formation! Gleichschritt!
Ziel! Die Pila! Schilde! Werf! Hebt die Schilde! Haltet auf! Wappnet euch! Pila bereit! Männer! Schilde! Pila bereit! Werfen! Schilde, Männer! Ihr da? Folgt mir zur linken Flanke. Der Rest zur rechten und wartet auf mein Signal. Ja, Herr. Durchsucht den Sumpf, Männer. Unsere Brüder brauchen uns. Folgt mir.
Betreib sie! Da! Noch einer! Befreit sie! Geht in Stellung. Sichert das Tor. Ich suche Vitalion. Thank you.
Ihr da! An den Rambock! Bringt die Figur zu Fall! Ihr zwei. Verwundet müssen zu trinken kriegen. Tötet die Verwundeten! Was für ein Text. Wir nehmen die Waffen der Barbaren mit. Um das Richtige zu sehen, muss man manchmal am Vermeintlichen vorbeisehen. Gut gemacht, Marius. Soldaten! Soldaten! Steht nicht einfach da herum, ihr Nichtsnutzer! Holt mich hier raus! Holt mich sofort hier raus! Das ist wohl unser verehrter Anführer General Commodus. Ja, des Kaisers Sohn. Holt mich hier raus, ihr dämlichen Idioten! Ich befehle es euch! Dein Sieg, deine Ehre, Centurio. Sofort, Herr. Komm schon! Komm schon, du Schwachkopf! Gib mir deinen Umhang! Gib mir deinen Umhang! Wir marschierten nach York. Commodus war in Sicherheit und Oswald bereit, Frieden zu schließen. Ich betete zu den Göttern, dass dieses Blutvergießen bald ein Ende finden würde und ich meine Männer endlich nach Hause führen könnte. Ich begann zu verstehen, dass Vitalion guten Grund hatte, diesen Krieg zu hinterfragen. Wie viele Soldaten hatten ihr Leben für diesen sogenannten Sieg gegeben? Ich zumindest hatte genug Blut vergossen. Statthalter, ich bringe euch Oswald, König der Briten. Er hat der Rebellion abgeschworen. Er will sich der Herrschaft Roms fügen und von nun an nur noch für den Frieden zwischen unseren beiden Völkern kämpfen. Hoheit Commodus, alles, worum wir bitten, ist eine gerechte Behandlung meines Volkes. Als Ebenbürtige. Sodass wir alle in Frieden leben können. Sodass wir alle in Frieden leben können. Der Friedensvertrag aus Rom. Der Wille des Kaisers! Der Frieden des Kaisers! Fehlt nur noch das Zeichen des Königs auf dieser Schriftrolle. Und wir können diese verdammte Insel verlassen. Euer Kaiser, mein Vater. Er ist wahrhaft weise und gerecht. Es ist das Siegel des Kaisers. Es ist der Ausdruck seines Willens und der Macht Roms. Erhebe dich.
Umarme mich. König Oswald, hier ist dein Frieden. Nein! Du wagst es! Dreckiger, stinkender Hund! Du wagst es! Siehst du? Siehst du, was passiert, wenn man mir trotzt? Trotz mir! Sein Wille ist getan! Nicht Barbaren töteten meinen Vater. Der Kaiser war's. Rette Rom vor ihnen! Jetzt! Kniet, ihr Hunde! Worauf wartet ihr noch? Auf die Knie! Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Lauf! Mein Vater ist ein Gott! Ich bin ein Gott! Gehorcht mir, wie ihr den Göttern gehorcht! Bringt uns zum Hafen! Italien! Bringt diesen rebellischen Abschaum unter Kontrolle! Haltet die Stadt! Keine Gnade! Ihr werdet alle dafür bezahlen! Wir werden jeden Mann, jede Frau und jedes Kind abschlachten! Und auf eure Gräber pissen! Verstärkt die Mauern! Drängt sie zurück! Los! Schließt die Tore! Wir müssen Ihre Armee um jeden Preis draußen halten! Ich übernehme hier. Kümmere dich um die Mauern. Marius, wir brauchen Zeit. Halte den Feind auf, solange du kannst. Wir müssen alle unsere Zivilisten zum Hafen bringen. Tu alles, was du kannst. Ich treffe dich am Gerichtsgebäude. Nun geh!